Moin liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Robin Eppi und herzlich willkommen zu Harry, zu Pokémon Feuerrote Edition. Na, Harry Potter, ja super. Ich habe gerade das Video geschnitten vom Mittwoch. Deshalb bin ich gerade noch so ein bisschen bei Harry Potter. Das Video rendert im Hintergrund. Also nicht wundern, wenn es irgendwann mittendrin mal einen Schnitt gibt, wenn sich mein Programm meldet. Ne? So, wir waren hier stehen geblieben, indem wir unser Glumanda, unser jetziges Glutexo, bei Dings trainiert haben. Und jetzt kommt eine Trainerin, die hat, glaube ich, ein Pummeluff. Da wäre Gisal nicht schlecht. Na, das Problem ist halt, dass er nur physische Attacken hat und somit eventuell... Ah, das schaffen wir schon. Okay, ich höre auf zu pfeifen, ich kann es nicht. Was sehr schade ist, weil ich das eigentlich ganz cool finde, wenn man pfeifen kann. Göre Robin. Oh, es ist auf Level 14. Bedroher von Gisal vermindert physischen Angriff von Pummeluff. Jawoll. Jawoll! Perfekt, so muss das sein. Spieler besiegt Göre Robin. Bleib mir fern! Na, ich versuch's. Problem, wir sind maßlos overlevelt. Aber das ist halt das Problem, wenn man so viele Pokémon hat am Anfang. Hondio. Hey, ist das jetzt nicht? Ach so, ja. Hondio trifft die eigentlich gar nicht auf, ne? Ja, scheiße. Wie gesagt, ich habe die ganzen Dinger hier gerandomized. Boah, Planas. Müsste ein Pokémon aus Höhen sein. Und das reicht schon, um es zu töten. Aber immerhin erreicht Laura Level 13. Und er lernt Stachelspore, das ist gut. Da kann man zumindest mal die Pokémon paralysieren. Boah, ich sehe den Bestand am Pokéball nicht. Weil meine Facecam, meine Fresse hängt da drüber. Ja, gut. Aber ich glaube, es war irgendein zweistelliges Teil. Also 10 haben wir auf jeden Fall. Ja, die Pokémon sind alle zu stark, die hier, zu schwach, die hier auftauchen. Ich hole mir jetzt erstmal die Beere hier. Darum, das war eine, ist Persienbeere, das ist gut. Heilt Verwirrungen im Kampf. Ah! Neue Änderung. Kennen wir aus Pokémon Platin, vierten Generation. Man kann im Gebäude rennen. Ich dachte, ich zeig's euch kurz. Ich hab's jetzt aus Instinkt, weil ich privat gerade Pokémon Platin spiele, habe ich gerade aus Instinkt B gedrückt. Und ganz vergessen, dass das ja hier tatsächlich funktioniert wegen dem wegen dem Randomize Tool. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch haben wollt. Oh, boah! Sengo, geil, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich ein Pflanze-Gift-Pokémon bin. Eventuell. Ich will es halt paralysieren, nicht vergiften, ne? Das sollte ich vielleicht erst tun. Damit das Vieh schon mal ein Statusproblem hat und jetzt schon mal nicht mehr am Gift sterben kann. So. Sengo ist paralysiert, das ist gut. Giftstachel hat zum Glück so wenig, macht zum Glück so wenig Schaden, dass ich es nicht one-shotten dürfte. Drückt die Daumen, dass Sengo und Absorber überlebt. Auch ein Critical Hit dürfte es jetzt nicht umbringen. Boah, Ruckzuckieb! Natürlich. Natürlich stirbt er.
ist ja ein Stein-Pokémon, ne? Vielleicht überlebt er einen Angriff. Natürlich geht eine Attacke daneben. Er ist paralysiert. Boah, und sogar überlebt er es. Oh, krass. So, komm, Sengo, los. Enttäusch mich nicht! In Pokémon Ruby Saphir Smaragd hat man zu dem Zeitpunkt leider schon einen Superball, hier nicht. Aber Sengo bleibt drin. Sehr gut. Es ist, weil sie ist weiblich. Ich habe ihr gesagt, dass ich, falls das Vipitis begegnet, britzelt sein Fell und es geht in Kampfstellung. Seine scharfen Klauen sind seine beste Waffe. Und welche Attacke kann Sengo nicht erlernen? Richtig, Zerschneider. Deshalb kann man das als VM-Schlampe leider nicht benutzen. Boah. Aus Privatsphäregründen kann ich leider den Gag nicht bringen, den ich jetzt liebend gerne bringen möchte. Aber leider müsste ich dafür ein paar Informationen über sie preisgeben. Und das mache ich nicht. Ja, tut mir leid. Weil ich habe einen richtig geilen Gag, den ich mal in der S-Bahn ausgeführt habe. Mit einem Kumpel von mir. So. Was kann da alles? Kratzer, Silberblick und Rocksuki. Ich sortiere das immer gerne nach, Dingenskirchen. Nach, Stärke. Mustafa findet TM 9 Kugelsaat. Was kommt jetzt? Golbat! Also normalerweise kommt hier immer Kleinstein und Zubat, Kleinstein, Zubat, Kleinstein, Zubat, Zubat. Boah! Oh. Übertreib nicht, Sengo, ja? Aber der kann die geilsten Attacken. Ich habe die Randomizer Nuzlocke Challenge von Doptendo gesehen. Und Sengo kann die geilsten Attacken. Es beißt sich mit seinen messerscharfen Reißzähnen in seinen Opfern fest und saugt mehr als 0,3 Liter Blut in einem Schluck. Das ist nicht wenig. Ah. Passt irgendwie zu ihm. Der Eintrag im Pokédex. Amir. So, das ist ein Käfersammler. Repair to Battle Giovanni. Team Go Rocket has taken over all Pokestops. Defeat them before 1 PM to get closer to Giovanni. Ja, ich bin gerade mit in der Aufnahme. Für alle, die das jetzt wahrscheinlich kennen, ja, ich habe das von Pokémon Go. Ich kann leider Pokémon Go nicht spielen, weil ich in dem iPhone keine SIM-Karte drin habe. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Ja. Käfersammler Gerrit. Da wir ja keine Randomizer Nuzlocke spielen, habe ich auch die Pokémon, nur die wilden, gerandomized, damit wir alle fangen können. Durch Zufall habe ich das gesehen in dem Tool. Randomize Wild Pokémon. Ich denke nur, hä? Habt ihr so ausprobiert? Und ja, tatsächlich. Nur der Super-GAU war halt, dass mir in Pokémon, Saphir, als ich das, Pokémon Smaragd, dass mir, einfach mal ein Kyogre begegnet ist auf Route 102. Cool. Super, direkt zu Beginn einfach mal ein Kyogre. Okay, alles klar. Ansonsten war es halt so ein Mist wie Hunduster oder sowas.
also Pokémon, die man nicht wirklich zu Beginn gebrauchen kann, außer Kyogre, aber gut. Onix taucht normalerweise nicht im Mondberg aus. Normalerweise kommt er erst im Felstunnel. Oha! Wie viel Schaden mache ich denn bitte? Vor allem, wie viele Pokémon haben wir jetzt schon? Wir haben ja schon 1000 oder so. Eins, zwei. Oh, verdammt. Onix, mach jetzt nicht diesen, ne? Ich kann ihn halt nicht weiter schwächen, das ist das Problem. Eins, zwei, drei. Yeah. Toll, Onix wurde gefangen. Es lebt gewöhnlich unter der Erde. Während es sich mit 80 km pro Stunde durchs Erdreich bohrt, sucht es nach Nahrung. Das ist die Geschwindigkeit einer S-Bahn, aber okay. Tommy, tut mir leid, dass ich die ganze Zeit gehe, aber ich fühle mich eigentlich gar nicht so müde, wie es anscheinend der Fall ist. Ich fühle mich eigentlich hellwach. Oh, wie süß ein Pummeluff. Das ist ja normalerweise mega selten. Hier wahrscheinlich jetzt nicht. Ich muss es eigentlich speziell angreifen. Natürlich stirbt es. Alles klar. Pummeluff, scheide von dieser Welt. Also Abdul AFG ist viel zu stark. Ich weiß nicht, was sie jetzt hat. Also sie, ihr wisst gleich, wen ich meine. Die da oben. Eigentlich müsste ich jetzt mal meine Pokémon. Onix! War super, Senko. Senko ist natürlich der Beste für den Kampf gegen ein Stein-Pokémon. Ich brauche halt Laura, weil sie als einzige die Pokémon dem Pokémon Status-Probleme geben kann. Ja gut, ich weiß, es kann Abdul AFG auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber Verbrennung, ja, da stirbt der Gegner halt irgendwann. Und ich will den Gegner ja fangen und nicht töten, bestenfalls. Oh, die hat ein Pipi, ja super. Ja, und dann noch auf Level 8. Ihr habt's doch. Schmeiß den Controller weg. Ich hab irgendwas. Hallo? Oh. Gut, das war's dann wohl. Ich glaube, ich habe nämlich keinen Aufwecker, oder? Nee, natürlich nicht. Dann muss das ganze Giesel regeln. Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Och. Jawohl. Zwei Runden nur. Und greift direkt an. Perfekt. Ich verfluche die Person, die gesagt hat, dass Unlichtattacken speziell in dieser Generation sind. Sind sie scheinbar nicht. Was auch Sinn macht. Biss ist eine physische Attacke. Keine spezielle. Boah. Oh, schreckt sogar zurück. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut gemacht, Gisal. Ich bin stolz auf dich. Jawohl. Jetzt darf ich zwar. Warum habe ich in Memoria City keinen Aufwecker gekauft?
Mann. Ich könnte weinen. Ach, ich habe auch genug Geld. Ey, Leute, ich schneide das mal ganz kurz raus. Naja, ich kenne jetzt eigentlich sowieso. Weißt du was? Ich gleiche einfach mal Sengo. Nein, nein, nein! Vollbeat! Okay, weißt du was? Oh ja, was sicher. Oha, krass. Ganz kurz. Neues Pokémon. Es lebt in der Nähe von reinen Teichen. Nachts leuchtet sein Hinterteil. Und es kommuniziert durch dessen... Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ich benenne... Wahrscheinlich werden sich jetzt alle Jungs mit diesem Namen total beleidigt fühlen. Hat einen Grund. Hat definitiv einen Grund. Also, wir sehen uns dann wieder. Ich will Sengo eigentlich nur auf das eine Level angleichen. Hei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 e
Ich habe nur noch einen Pokéball. Ich will eigentlich nur Sengo auf das Level von den anderen. Schon wieder Altaria. Okay, gut. Habe ich zum Glück schon. Das heißt, ich kann jetzt mal ein bisschen kämpfen. Ah, Mann. Das ist Schnabel. Ein Rockzuckieb. Hätte ich den sogar nochmal angreifen können und hätte somit einfach haben können? Ja, hätte ich tatsächlich. Ach, komm. Jetzt nervt's aber richtig. Ich will ihn jetzt eigentlich nicht im Kampf aufwecken. Genau deswegen. Achso, er ist ja sowieso wieder aufgewacht. Lanas. Der stirbt sowieso. Schlecht. Und dann bleibt er drin. Jawohl, der letzte Ball war das. Sehr gut. Ja, ich möchte gern meinen Spitznamen geben. Und zwar, boah! Krass! Oha!
So, falscher Knopf. Moment. Und da sind wir wieder, meine Damen und Herren. So, erstens habe ich mein Pokémon um ein weiteres Teammitglied bereichert. Und zwar habe ich mir Und zwar habe ich mir noch ein Janmar gefangen, welches ich Tilo genannt habe. Und ich habe Sengo auf das Level der anderen angeglichen. Sengo ist jetzt auf Level 12. Hat eine neue Attacke drauf, nämlich Schwerttanz. Und ich werde mir jetzt ganz kurz das Volbeat. Es müsste doch Volbeat sein, oder? Genau. Altaria müsste Drachenflug sein, oder? Korrekt. So. Genau. Lukas, Aho und Tilo sind unserem Team mit beigetreten. Lukas bewegen. Werde ich durch das hier ersetzen. Durch Michelle kommt raus. Und Onyx, Neta, warte ich noch. Aber das sieht doch schon mal gut aus. So. Ich werde Volbeat jetzt, also Lukas, werde ich jetzt an erster Stelle tun. Ich habe immer noch Corazon drin mit Level 2. Ich habe, aber ich werde Volbeat natürlich nicht benutzen. Sein Nintendo sieht so ein bisschen zu gut aus. So, Keifel ist, wie wir alle wissen, ein Eisboden-Pokémon. Und somit hat es eine Feuerschwäche. Somit hat Keifel ein Problem mit Feuerattacken. Gut, wir haben ein Problem mit Bodenattacken, aber okay. Das kann uns egal sein. Keifel ist tot. Abdul AFG erreicht beinahe das nächste Level. Level 17. Kikli. Oha. Ich habe leider keine Pokéball mehr oder kein Geld mehr für welche. Pokémon. Flug, Psycho wäre jetzt nicht schlecht. Haben wir alles nicht. Deshalb benutzen wir ja, Gisa wäre nicht schlecht, weil er die Kampfattacken von Kikli, welches auf Level 7 sicherlich kann. Und wir senken sogar seinen physischen Angriff. Deshalb, wir haben generell kein Problem. Doppelkick. Oh, wie süß. Oh, wow, super. Wir wurden 2 KP geklaut. So, ich muss jetzt opfern. Ich darf nicht mit Unlicht angreifen. Oha, krass. Nochmal Kopfnuss. Und weg mit dir. Viele der Pokémon habe ich noch nie im Team gehabt. Wie Volbeat zum Beispiel. Oh, noch ein Sengo, cool. Kampf wäre jetzt nicht schlecht, habe ich aber nicht. Dann machen wir einfach mal Sengo gegen Sengo. Sengo setzt Rucksack-Keeper ein. Schwerttanz. Ich booste mich. Sie senkt meinen physischen Angriff. Aber das kann mir wurscht sein, weil ich werde ihn one-hitten. Sehr schön. Somit musste Sengo nur einmal einstecken. Hey, schleich dich so herum. Was machst du gerade? Oh, der Timer ist abgelaufen, sehe ich gerade. So, Cliffhanger. Ich bin ein Arschloch, ich weiß. So, meine Damen und Herren. Wir machen an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Am Mittwoch, wenn es wieder heißt Mustafa Keiler und Pokémon Feuerrote Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn es das getan hat, lass doch bitte eine positive Bewertung da einreichen. Müssen nicht zwei sein. Eine positive Bewertung da. Daneben ist ein Knopf, auf den ihr drücken könnt. Dann abonniert ihr meinen Kanal. Und neben dem Abonnieren-Knopf ist der Glocke. Und dann erfahrt ihr immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Welches auch immer das sein wird. Harry Potter am Montag. Pokémon Feuerrot am Mittwoch. Und ansonsten würde ich sagen, seid ihr nun in der Endcard. Auf der rechten Seite die letzte Folge Harry Pokémon. Auf der linken Seite irgendein zuschauerspezifisches Video. Bis dahin, Leute, haut rein. Tut mir leid. Bis dahin, haut rein und tschüss.